Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Planescape Torment. Die nächsten vier Folgen stehen an für diesen Donnerstag, beziehungsweise für mich diesen Mittwoch, aber das ist ja jetzt irrelevant. Zunächst einmal wollten wir... Hallo? Wollten wir nicht eine Stufe aufsteigen? Hat wir nicht... Moment, Spiel laden? Im letzten Spiel habe ich noch gesehen, dass wir eine Stufe aufsteigen konnten. Autosave, die Unsicherheit 41, was war es denn? 43, 48 ist wahrscheinlich. Ja. Durch meine Kenntnis der Lehren von Zerthumon bin ich stärker geworden. Ja, sagt er sogar, warum kann ich hier nicht aufsteigen? Warte mal. Ach, jetzt geht das mit dem Plus, okay. Dakkon ist ein Kämpfer-Zauberkundiger. Rettungswürfe wurden verbessert, Kampfesfertigkeiten, Fähigkeiten wurden verbessert. Ich krieg 48 Trefferpunkte hinzu, wunderbar. Kommen wir dann zu dir. Anna. 20 weitere Punkte für die Diebesfertigkeit, sonst nur 2 weitere Trefferpunkte. 20 Fertigkeitenpunkte. List, was bringt eigentlich List? Egal. Fallen finden ist eine gute Idee. Bring ich mal auf 95. Ist gerade ein bisschen aggressive Musik, kann das sein? Warum ist hier irgendein Kampf? Nee. Gut, wir befinden uns immer noch bei Fjul Schlangenzunge, mit dem wir, soweit ich weiß, das Gespräch im Großen und Ganzen beendet haben. Wenn ich das noch rechte Erinnerung habe. Ich werde aber trotzdem mal kurz ins Journal gucken. Folgende Aufgaben habe ich noch. Ich muss noch einen Weg finden, Fromans Gedächtnis auszulöschen. Und ich soll immer noch Quinns Gift-Talisma von der Leiche von Gries holen. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Tagebuch. 47. Tag. 13. Stunde. Lass mal den letzten beiden lesen. Ich habe viel Schlangenzungen das hilfsbereite Scheusal gefunden. Es scheint so, als Bindi eine frühere vertragliche Abmachung an Trias, den er Trias den Verräter nennt. Er ist nur dazu verflucht, Gutes zu tun, Hilfsbedürftigen und Bedrängten zu helfen und er ist nicht sehr glücklich darüber. Schlangenzunge hat mir erzählt, dass ein Pfeiler aus Weisen, Lügnern und Verrätern vielleicht die Antwort auf meine Fragen über meine fehlende Sterblichkeit hat. Unter dem linken Arm eines riesigen Skeletts hier gibt es ein Portal, durch das ich nach Bator reisen kann. Der linke Arm eines riesigen Skeletts. Erledigt. Lass das mal kurz rausfinden, wo wir das finden können. Wir haben noch nicht ganz rausgefunden, also ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie man eigentlich aus dieser Ebene wieder verlassen kann. In dieser Ebene wurden wir relativ oft angegriffen von Gronks und irgendwelchen anderen Viechern. Da ist schon so ein Gronk. Ich schau kurz mal nach. Haben wir ein riesiges Skelett hier? Hier ist ein riesiges Skelett. Der linke Arm. Das ist der linke Arm. Ansonsten... Schon gut. Sieht das nicht so optimal aus. Es sei denn natürlich, das Portal ist entdeckt worden. Ja gut, komm. Aber warte. Bevor wir jetzt da durchlaufen, würde ich wirklich gerne mal versuchen, hierher zurückzukommen, weil ich war ja in der wundervollen Stadt Verdammnis. Hier, glaube ich. Portal entdeckt. Nee, warte mal, ich will eigentlich direkt dahin, wo wir gerade sind. C, genau. Einen Schlag durchgeführt. Wir töten jetzt mal ein paar Gronks. Da hast du, du Schwächling. Ach, wollte gerade sagen. Ja, auf zum nächsten. Schon gut. Warte mal, hier behakt. Hier wird gerade mein kleiner Norder mit der ganzen Zeit behakt. Das finde ich so geil. Du auf Gronk und ihr auf den alle bitte mal. Wunderbar, der nächste ist tot. Ganz hervorragend. Kämpft da gerade die Limlims mit? Nee. Sah nur so aus. Aber wir haben ja noch 2 von diesen anderen Viechern. Die sind etwas ekliger, weil die halt so schwer getroffen werden können. Na, haben wir es bald mal. Gut, der ist tot. Kommen wir zu den anderen beiden. Die zwar viel Schaden verursachen, aber alter Schwede, aber nicht ganz so viel einstecken wollen gerade. Weiter auf dich und du kannst mal einen Zauber wirken. Geschoss der Geduld. Nee, da mache ich mal Natternkuss oder sowas. Ach nee, warte mal. Hat's nicht irgendwas zum Leben absaugen? Vampirkuss oder sowas? Blutbrücke, genau. Hier. Das hat wohl nicht so funktioniert. Kannst du es nochmal machen? Nein. Aber du kannst eine. Identifizieren, eine Höllenkugel hervorrufen.
Plopp. Schon gut. So, er flieht oder es flieht, wie auch immer. Grillig heißen sie. Ah ja. Wird erneut getroffen, wunderbar. Portal entdeckt, verdammt. Alter, bist du mal tot? Oh ja. Da kommt schon der nächste angelaufen. Der nächste verdammte Grillig. Okay, warte mal. Auch wenn es die ganze Zeit so aussieht, als ob der Grillig gar nicht auf meinen Namenlosen einschlägt, tut er es ja doch. Schon gut. Ach, jetzt flieht er, oder was? Ja, soll er machen? Ah, ne, er flieht nicht. Er will meinen Namenlosen kriegen. So nicht, mein Freund. Erledigt. Doch, jetzt flieht er. Portal entdeckt. Ist egal, soll fliehen? Okay. Was geht's? Eine Frage. Kannst du einfach mal den Schädel hier angreifen? Dann ist das Ding mal... Nee, kein Dialog. Dann ist das Ganze gelöst. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Zauber auswählen? Hat es eine spezielle... Ach, hier, spezielle Fähigkeit. Genau, liegt an einer Flüche. Also nein, so ein Gesicht wie deins kann wohl nur ein Vorschlag sein. So, jetzt geht's los. Konnte, meine ich. Das hat er wenigstens da, kann grillig... kann mal schön gegrillt werden, der liebe Grillig. Das hat nun ein Ende. Endlich. Meine Güte. So, ich dachte, der nächste kommt angelaufen. Kommt aber nicht. Wir speichern das Ganze mal. Versuchen wieder zum Ausgang zu kommen. Hier war ja irgendwo... der eigentliche Eingang, nicht wahr? Warte mal, hier, genau. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht dahin zurück. Na gut, dann müssen wir wohl hineingehen in das Portal. Aber vielleicht werde ich mich kurz mal vorher ein bisschen regenerieren. Portal entdeckt. Es sei natürlich der nächste Gronkh will mir das verwehren. Oh, der Krank kriegt ganz schön Schaden, der liebe Gronkh. Kommt vielleicht noch einer angelaufen, aber 2000 Erfahrung ist natürlich immer wieder gerne mit. Wunderbar. Und auch danke für die nächsten 2000 Erfahrungen. Ganz hervorragend. So, dann gehen wir ganz kurz mal hier rein. Portal entdeckt. Wir werden uns mal ein bisschen, das ist schon der nächste Gronkh, wir werden uns mal ein bisschen regenerieren, bis der Namenlose wieder voll dabei ist. Das ist ja jetzt sozusagen. Dann speichern wir das Ganze und gehen hinein. Erledigt. In das Portal. Ab Portal zur nächsten entdeckt. Ebene oder zur nächsten Location. Willkommen in Barthor. Ich bin weg. Wir kommen ganz schön rum. Ich dachte eine Zeit lang, dass wir praktisch nur in Sigil bleiben würden, was auch okay gewesen wäre für mich. Das ist hier aber offenbar nicht der Fall. Mal schauen, was uns hier erwartet. Mal. Aua, mal schauen, wie hart das hier ist. Irgendwer hat uns auf jeden Fall angegriffen oder was war eine Falle oder ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr teuflische Ebene. Ach, guck mal. Eine verzweifelte Jungfrau und ein grüner Abishai. Wir greifen natürlich den grünen Abishai an. Hilfe, bitte hilf mir doch jemand. Ach komm, jetzt ob ich dir glauben würde, das ist alles nur eine Falle hier. Wusste ich's doch. Glücklicherweise sind es nur diese komischen Lemuren, die eh nicht viel können. Angriff. Bevor Nordam erwischt wird. So, das war der erste Lemur. War mir sofort klar, dass es eine Falle ist. So, die hässlichen Viecher. 120 Erfahrung ist auch nicht gerade viel. Eine Frage, wer hat eigentlich für euch noch ein bisschen Platz gerade? Ich wollte eigentlich zu einem Händler. Okay. Morte ist derjenige. Und schon glaube ich mit dem Falschen los. Aber... deine Worte. Günstigerweise warst du sowieso derjenige, der die Schädelratten-Talismane... hast du nicht? Doch, der ist hier oben drin. Ah, ich verstehe. Stell ich dich mal kurz da rein. Und, jetzt nimmst du das Ding wieder mit. Und legst es da oben hin. Schädelratten-Schwanz. Wer hat denn die Talismane gerade? Du? Nein, eigentlich nicht. Hat keiner die Dinger gestapelt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben doch irgendwie gefühlt 50.000 davon gefunden. Und? Da sind sie. Schmutziger Rattentalisman und schmutziger, ja, das ist doch. Ach Gott, ey. Zu viel Plunder. Ach, ist egal, mach erstmal weiter. Mord kümmert sich. Was hast du denn noch so? Wir haben noch einen weiteren Kupferohrring, etwas Geld. Ich bin weg. Und bald werden wir wieder aussortieren müssen. Und ich glaube, das erste, was wieder wegfallen wird, sind diese Bronzearmbänder. Oder alles, was Bronze ist und was nicht Silber ist, sag ich mal eher so.
könnte natürlich auch ab und zu mal ein paar Gegenstände benutzen, weil der Inventarplatz ist ja wirklich sehr begrenzt. Und ich habe viele Gegenstände, die man irgendwie, glaube ich, nur einmal benutzen kann. Aber ich nutze eigentlich keinen davon jemals. Hier könnte durchaus ein Portal sein. Okay. Viel ist hier ja nicht, außer irgendwelche Kreaturen, die mich in die Falle locken wollen. Diese Narren. Ich krebs hier gerade so ein bisschen am Rand rum. Das hat aber durchaus einen Sinn, weil meistens das Filetstück immer in der Mitte und ich hebe mir das Filetstück immer ganz zum Schluss auf. Okay, hier ist nix. Außer irgendwelche großen roten Felsen. Und ein weiterer grüner Abishai. Zwei weitere grüne Abishais. Erstmal gleich 10 Schaden. Wunderbar, vielen Dank. So, das wäre der erste. Oh, der Mord ist immer sein Level aufgestiegen. Sehr schön. Dann schauen wir gleich mal nach. Wir haben hier einen weiteren schmutzigen Rattentalisman. Und einen komischen Bronzering. Okay, gut. Dann schauen wir gleich mal nach, wie wir die steigern können. Du hast 5 weitere Punkte dazu bekommen, weitere Trefferpunkte und das war's im Großen und Ganzen auch schon. Super, ich danke dir. Ich bin weg. Ich brauche dringend einen Händler. Es wird doch wohl irgendwo auf Bato einen verdammten Händler hier geben. Aber ich meine, das ist nur so eine Art Vorebene, bevor es zur richtigen Stadt kommt oder Siedlung oder was auch immer. Warte mal, hier ist nix. Obwohl hier natürlich irgendwas sein könnte. Diese Felsformation sieht so ein bisschen so aus. Da muss wohl hier schon wieder irgendeine Falle. Da muss wohl irgendwas hier unten sein. Weil das ist der einzige Ort, an dem wir noch nicht gewesen sind. Ich habe das Gefühl, also ich weiß übrigens, dass ich bei Verdammnis wahrscheinlich ganz viel vergessen habe. An Quests oder an Stadtteilen. Ich habe nur einen einzigen Stadtteil besucht im Großen und Ganzen und bin dann dummerweise gleich in den Untergrund gegangen. Ich wusste aber tatsächlich nicht so, also ich ging wirklich davon aus, dass ich dann irgendwann wieder in Verdammnis wieder rauskomme und das sozusagen weitermachen könnte. Das war eigentlich meine Überlegung. Das war aber nicht der Fall. So. Ah, hier geht's weiter. Wunderbar. Wurde nicht gesagt, wohin? Dann lass uns mal überraschen. Ah, das klingt ja schon wesentlich belebter. Die Schädelsäule. Ach Gott. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade relativ große Schritte aufs Ende zu machen, was ich hier, weil ich hier so gerade durch die Hauptstory hetze. Oh ja. Schädelsäule. Bevor ich mich zu diesen Schädeln begebe, möchte ich mir gerne mal die Umgebung anschauen. Kann das sein, dass Morte ein Teil dieser Schädelsäule war? Weil Morte weiß halt extrem viel. Naja gut, hallo. Der Anblick dieses Etwas, dieses schrecklichen, gigantischen, pulsierenden Etwas, erfüllt mich mit Übelkeit, unbegründeten Hass und einem schwachen Gefühl von Vertrautheit. Die zahllosen, verfaulenden Köpfe, die die riesige Anhäufung bilden, scheinen ständig zu verrutschen und zu pulsieren. Sie streiten, weinen, reden, rufen und flüstern abwechselnd miteinander. Ständig tauchen Köpfe von irgendwo aus dem Inneren des verfaulten Kerns in der Oberfläche des Stapels auf, während andere zurück in die gräuliche Säule sinken. Ich ziehe die Aufmerksamkeit der Säule auf mich. Als du deinen Schritt näher an die Säule herantrittst, zischt dir Mord zu. Psst, Meister, Meister, hör zu, das Ding darf mich nicht sehen. Du musst mich hier wegschaffen, setz mich irgendwo ab und hol mich später wieder ab oder so. Warum, Mord, was ist denn los? Ich spreche ja nicht so gern drüber. Gehen wir einfach, ja? Mortes Stimme zittert vor Angst. Seine Augen flackern unruhig zwischen dir und der massiven Schädelsäule hin und her. Es geht nicht, dass du so viele Geheimnisse von mir hast, Morte. Du musst mir sagen, was hier los ist. Oder schluss mit dem Versteckspiel, Morte. Sag mir sofort, was los ist, oder du wirst mir doch wünschen, wir hätten mit den Köpfen gesprochen. Nee, ich sag das mal bitte. Ich versuch's mal im Lieben. Komm, erzähl mir das Geheimnis. Hab mein Tagebuch auf den Morte seufzt und kann deinen Blick nicht länger standhalten. Schließlich fügt er sich. Okay, okay, ich sag's dir. Das ist diese Säule auf Avernus. Da ist diese Säule auf Avernus, der ersten Unterebene von Bator. Sie ist aus den Köpfen derer gebaut, die andere durch ihre Lügen in den Tod gestürzt haben. Nun ja, da drüben steht sie und da bin ich damals gelandet. Den Rest kannst du ja zusammenreimen. Dann warst du einer von diesen Köpfen. Ja, ich habe einmal oder zweimal etwas übertrieben, vielleicht auch zweimal. Leider hat eine meiner Äußerungen... Du meinst Lügen, zischt Anna. Morte fährt ruhig fort. Eine meiner Andeutungen hat zu deinem Tod geführt. Eine von ihnen, vielleicht auch mehrere. Ich weiß nicht genau, diese Erinnerungen sind jetzt verblasst. Morte starrt auf seine Füße. Noch nie hast du ihn so unglücklich gesehen.
diese Erinnerung, sieh mal, Meister, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, ein Mensch gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie mein Leben vor der Säule war. Dakon starrte in die Fahne und sagte ruhig, es ist, als wollte man Wasser mit den Händen auffangen. Morte blickte zu Dakon und dann zu dir. Ja, ich glaube schon. So ist das, wenn man stirbt. Man vergisst. Ich nehme an, ich war auch zu Lebzeiten kein Mustermitglied der Gemeinschaft, aber wer ist das schon zum Teufel? Morte seufzt noch einmal. Ich kann halt einfach nichts daran ändern. Nichts ist schlimmer, als immer die Wahrheit zu sagen. Aber sieh mal, Meister, wenn dieser Haufen Köpfe mich sieht, dann will er mich wiederhaben. Unbedingt, das kannst du nicht zulassen. Vergiss es, Morte, ich werde jetzt mit dir sprechen, oder? Warte mal. Wie hast du dich eigentlich aus der Säule befreit? Oder? Moment mal. Warum hast du mir nicht schon in der Leichenhalle gesagt, dass du mich kennst? Guter Punkt. Oder ein Augenblick. Wie lange kennst du, genau kennst du mich eigentlich schon, Morte? Ich weiß nicht. Jahrtausende vermutlich. Ich habe jedes Mal getan, was ich konnte, um dir zu helfen, den Weg zu finden, aber... Morte seufzt. Dann schwebt er auf Augenhöhe und schaut dich fest an. Soweit schaffst du es selten, Meister. Ehrlich. Nur 4 oder 5 Mal, glaube ich. Diesmal könntest du es schaffen, dass es schafft, findet heraus, was los ist. Ich habe nicht verstanden, was das bringt, aber okay. Wahrscheinlich, dass ich rausfinde, was los ist. Okay. Wie hast du dich von der Säule befreit? Nun, du hast mich rausgezogen, Meister. Ich habe mir an die Oberfläche gekämpft. Du warst schon einmal hier, weißt du? Ich habe gejammert und geschrien, bis du mich bemerkt hast. Ich habe dich angefleht, mich zu retten und habe geschworen, dass ich dir folge und mein Wissen mit dir teilen würde, bis zu deiner letzten Stunde. Mir wurde aber erst, nachdem du mich rausgerissen hattest, klar, wie lang das sein würde. Und das ganze Wissen der Säule? Oh, das, naja, mir war auch nicht klar, dass ich das meiste des angesammelten Wissens der Säule verlieren würde, wenn ich erstmal aus ihr raus wäre. Verdammte Mächte, du hast vielleicht getobt. Aber du hast mich trotzdem bei dir gehalten. Zuerst habe ich mich an dich gebunden gefühlt. Vielleicht dadurch, dass deine Zauberkräfte mich zu einer Art Vertrautem gemacht hätten. Ein paar Jahrhunderte später habe ich bemerkt, dass es mehr als das war. Etwas Tieferes. Auch mehr als nur eine Schuld. Obwohl das Tod sicher auch etwas damit zu tun hatte. Ich habe mich irgendwie mit dir verbunden gefühlt. Vielleicht ist es dein Leid, Meister. Deine Qualen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich sie mit meinem verglichen, als ich in dieser Säule steckte. Aber warum hast du mir schon in der Leichenhalle gesagt, dass du mich kennst? Und Morte beginnt plötzlich zu verteidigen. Weil ich nie weiß, wer du sein wirst. Einige von deinen Inkarnationen waren echt total verrückt. Einmal bist du aufgewacht und warst davon überzeugt, dass ich dein Schädel wäre. Du hast dich um den Turm gejagt und wolltest mich fertig machen und verschlingen. Gott sei Dank bist du dabei von einem Karren überfahren worden. Ein anderes Mal warst du gut und rechtschaffen und wolltest mich zurück in die Säule stopfen, weil das hier der Ort sei, wo ich hingehöre. Morte grinste. Deshalb. Außerdem hat es nie geschadet, dass du es nicht gewusst hast. Okay, in Ordnung. Gehen wir erstmal, Morte. Ich werde ihm tatsächlich den Gefallen tun. Er war jetzt recht offen und ich finde, das kann man auch mal belohnen, diese Offenheit. Und, wie komme ich jetzt wieder raus? Ach hier. Diese Offenheit kann man auch tatsächlich mal belohnen und kann ihn mal ganz kurz woanders abstellen. Wenn es überhaupt funktioniert. Ich werde es mal eben natürlich speichern. Dann werde ich Morte mal eben... Was nagt an dir, Meister? Ich würde ihn jetzt gerne mal hier abstellen. Wo ist es denn? Bla bla bla. Besondere Talente. Nichts, Morte. Ich wollte nur sehen, dass du mir noch folgst. Nein, wie bist du gestorben, Morte? Wie kann man das jetzt... Wie kann man ihn aus der Party gerade hauen? Ich nehme an, man kann ihn überhaupt nicht raushauen, oder? Aber nichts. Ich spreche kurz mit jemand anderen an, einfach mal so zu gucken, ob das funktioniert. Dakon zum Beispiel. Was wünschst du? Es gibt Dinge, die ich wissen möchte, Dakon. Ja, offenbar geht es nicht so einfach. Na gut, Dakon, wo wir schon dabei sind. Ravel hat dich einen Sklaven genannt. Was meinte sie damit? Diese Hexe, sie weiß gar nichts. Dakons Klinge wirft kleine Wellen und du siehst, wie ihre Kanten grau und stumpf werden. Sein Gesicht wird haarig und er spricht durch zusammengebissene Zähne. Es ist nicht mein Wille, darüber zu sprechen. Ich möchte, dass du darüber sprichst. Ravel hat in dem Gespräch einige Dinge gesagt, die mir interessant erschienen. Okay, dann lass uns nicht mehr davon sprechen, gehen wir weiter. Ich werde dich erstmal davon damit in Ruhe lassen. Dann machst du einfach mal so. Ich muss mit der Säule jetzt mal langsam reden. Tut mir leid. Tut mir leid, Morte, ich muss irgendwie, wenn du willst, machen wir was anders. Guck mal, Morte. Was ist los? Ist so gut. Ich stelle dich mal dahin. Jetzt spreche ich mit der Säule. Ich ziehe auf, was hat der Säule auf mich? Ah ja.
Du machst noch einen vorsichtigen Schritt auf den Pfeiler zu. Da brechen sie ihre Unterhaltung plötzlich ab. Die unzähligen Köpfe an der Oberfläche der Säule wenden sich langsam und synchron um und sehen dich an. Stumm blicken sie dich an und ihr übelriechender, feuchter Atem schlägt dir entgegen. Ich hätte da ein paar Fragen, Säule. Die Köpfe auf der Säule sprechen alle gleichzeitig und formen so die Stimme dieses Dings. Ein fürchterlicher, gohlender Klang, der vor sich hin blubbert, während aus ihren Mündern der stechende Gestank verfaulter Zersetzung emporsteigt. Der Geruch ist stark. Er wird die Ebenen durchqueren und Beel wird kommen. Der Geruch, was meinst du? Die Augen der Köpfe drehen sich in ihren nassen Höhlen und heften sich auf Anna. Der Duft, ihr Moschus, der Tanari-Moschus des Scheusals. Der bittersüße Duft ist weit zu riechen und wird Bate zu anlocken, bald. Ihr Herr Beel wird wütend sein. Ich verstehe. Ja, wir sind auf der falschen Ebene, was sie angeht, stimmt. Oder sie ist auf der falschen Ebene zumindest. Die Köpfe wenden ihren Blick wieder dir zu. Einige schniefen noch geräuschvoll. Wenn du Fragen an uns hast, beeilst du dich besser. Einige Köpfe blinzeln und gurgeln leise. Du nimmst an, dass sie dich auslachen. Wie ich schon sagte, ich hätte... Bevor du aussprechen kannst, erzittert ein Teil des Pfeilers, an dem sich ein weiterer Kopf den Weg an die Oberfläche bahnt. Als ein Teil des widerlichen Schleims abgetropft ist, erkennst du Farods Gesicht. Oha! Er spuckt einen Mund voll blutiger Zysten aus und krächzt. Anna, mein liebes Kind, bist du das? Hey, was machst du denn hier? Die anderen Köpfe sind zum größten Teil still, während Farod spricht. Nur ein paar flüstern leise vor sich hin und werfen Anna und dem Kopf ihres Pflegevaters böse Seitenblicke zu. Ich hatte Unrecht, mein liebes Kind, mit der Kugel. Es war nicht genug, nein. Und nun sieh, wo ich gelandet bin. Ich flehe dich an, liebste Anna. Rette deinen armen Vater, rette mich. Und bitte rette mich, rette... Aber noch während er spricht, beginnt Pharos jammernder Kopf wieder in der Säule zu versinken. Anna starrt die Säule fest an. Ihre Augen sind verengt, ihre Fäuste geballt und ihr Schweif starr. Eine Mischung aus Wut und Schmerz steht ihr in das zitternde Gesicht geschrieben. Anna, geht es dir gut? Ist sehr schön. Wahrheit. Ich wünschte, wir könnten ihm helfen, Anna. Es ist tragisch, wenn das jemanden zustößt. Wahrheit? Es ist traurig, Anna, aber er hat es nicht besser verdient. Versuche nicht zu sehr darunter zu leiden. Es ist super. Es ist echt so geile Sprüche. Das einmal eins des Tröstens. Oder Wahrheit? Ich bin froh, dass der Bastard da drin ist. Und Vater, hin oder her, du sollst auch froh sein, Anna. Ich sage nichts. Das ist vielleicht ganz gut. Genug, bellen die stinkenden Köpfe der Säule. Wir sind deines unbedeutenden Geplappers müde und möchten wissen, was du von uns willst. Ich hab gar nichts gesagt, okay. Fragen, ich hätte Fragen. Träge bewegen sich die Köpfe über die Säule. Sie nicken und murmeln. Bevor sie in ihrer grässlichen Stimme sagen, dann stelle uns eine Frage und sei bereit, unsere Forderung zu hören. Du wirst uns für die Antwort einen Dienst erweisen. Machen wir gleich. Kurz mal vergiss es und leb wohl. Ich mache nämlich kurz mal einen kleinen Schnitt, um das Gespräch in der nächsten Episode fortzusetzen. Ich gehe davon aus, dass es ein längeres Gespräch wird. Wir sehen uns gleich wieder.